Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Mit einem etwas anderen Video. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich so ein, nichts als die Wahrheit, ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde, machen werde, damit ihr mich da ein bisschen besser versteht und weil ich kriege ja oft Fragen, kommst du zu Gamescom, kommst du zu IFA oder bist du bei der Gamescom, bist du bei der IFA, was arbeitest du? Und ich habe immer so drumherum geredet und ja, vielleicht komme ich mal hin und habe halt nicht wirklich zugesagt oder irgendwas dergleichen. Und das werde ich euch auch gleich alles erklären, warum, weshalb. Und wichtig ist, ich will mit dem Video jetzt niemanden hier zu nahe treten. Ich will hier keinen Hate mitmachen. Ich will kein, nicht, das heißt, es ist Clickbait oder er will Mitleid oder irgendwas. Das ist, ich nehme mir dieses Video hier schon seit über 3 Jahren vor zu machen. Einfach nur, dass meine Stammzuschauer oder allgemein, dass ihr Bescheid wisst. Einige Stammzuschauer wissen ja schon teilweise ein bisschen was. Dagon weiß alles. Ist aber, glaube ich, der Einzige. Ja, fällt mir auch nicht so leicht. Ich habe das Video schon mal aufgenommen. Das ist aber nicht so gut und da habe ich ein bisschen zu viel erzählt. Also ich werde halt, muss einige Sachen weglassen. Ich habe auch mit meiner Tochter geredet, ob ich das sagen kann und erzählen kann, weil es sie ja auch betrifft. Sie hat mir okay gegeben. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an am besten, ehe ich hier noch weiter rumdrucksle. Ja, Gamescom, IFA und so ist für mich nicht möglich. Ja. Ich habe Agoraphobie, also Depression und Agoraphobie. Die Depression habe ich relativ unter Kontrolle. Die Agoraphobie leider nicht. Agoraphobie ist eine Art von Platzangst. Also ich habe nicht Angst in engen Räumen oder so, das macht mir nichts aus. Bei mir ist es eher so draußen und halt, wenn Menschen um mich rum sind. Ist halt schwer zu beschreiben. Ich kann keinen Bus fahren, ich kann keinen Zug fahren, ich kann in meinem Ort relativ einkaufen gehen, also jetzt kurz vor Feiertagen oder nach Feiertagen. Nein, leider nicht. So normale Tage kann ich schon mal alleine einkaufen gehen, sonst nicht. Da brauche ich, das kann ich nicht alleine, da kommt ja meine Frau mit. Ich kann auch nicht irgendwie woanders hin, also Nachbarort einkaufen gehen geht auch nicht. Oder wenn ich irgendwo Termin habe, da muss immer meine Frau mitkommen. Ich werde auch alles erzählen, wie das gekommen ist und alles. Ich werde hier alles auf den Tisch packen. Ja. Ich habe schon eine Therapie gemacht. Vor dieser Therapie. Vor dieser Therapie, die ich gemacht habe, konnte ich nicht mal das. Da konnte ich nicht das Haus verlassen. Also alleine. Konnte ich nicht. Ging gar nicht. Mit Begleitung ging es dann erst nach einer Weile. Aber halt auch nicht lange und nicht weit und alles nicht so einfach. Also in der Therapie habe ich rausgefunden oder ist rausgekommen, dass ich halt das schon immer habe, aber halt nicht so ausgeprägt. Ich habe eigentlich immer gedacht, damals in meiner Jugend, wenn ich auf Disco war und ich dann raus, damals habe ich ja noch geraucht, wenn ich raus zum Rauchen gegangen bin, vor über 20 Jahren, dann bin ich rausgegangen, weil mir die Luft zu stickig war oder so. Aber das ist, in der Therapie haben wir rausgefunden, das ist eigentlich nicht so. Das war eigentlich schon, dass mir damit schon zu eng geworden ist und zu viel und ist schon so eine leichte Agoraphobie und ja.
und das Fass zum Überlaufen gebracht, wenn man so schön, wenn man so sagen will, hat, also ihr wisst ja, meine Tochter, also meine Stammzuschauer wissen das, meine Tochter lebt bei mir. Meine Tochter lebt jetzt aber das zweite Mal bei mir. Sie hat schon mal bei mir gelebt, vor ein paar Jahren. Also da sie war ein Jahr und ein paar Monate. Und, ja, da hat sie das erste Mal bei mir gelebt. Meine damalige Ex, also die Austrägerin meiner Tochter, hat, ja, ist dann halt abgehauen, wo sie schwanger geworden ist. Ich wusste nichts davon. Ich habe gedacht, die nimmt die Pille und so, aber ich wusste nichts. Ich habe es erst später erfahren und wollte dann Kontakt logischerweise haben. War nichts möglich. Und dann hat sie mir nach einer Weile Nachrichten geschrieben, die möchte ich hier nicht wiederholen. Da würde da nur mit den Ohren schlacken, was sie mir da geschrieben hat. Eine kann ich sagen, hol sie ab oder ich steck sie ins Heim. Das hat sie auch geschrieben. Aber die anderen Nachrichten möchte ich nicht sagen. Auch meine Tochter weiß einiges, nicht alles. Und falls sie das mal im Nachhinein sieht, muss sie nicht alle da fahren. Ja, da habe ich meine Tochter dann zu mir geholt. Und sie war blass, sie war unterernährt, die Füße waren so krumm, weil sie zu kleine Schuhe hatte. Das habe ich auch alles schriftlich. Das alles beim Anwalt, falls nochmal meine Ex irgendwann, ich habe mich abgesichert, falls meine Ex irgendwann doch nochmal an die Kleine rankommen will, nur über meine Leiche, dann die bleibt bei mir. Dann mein Anwalt hat alle Papiere von damals und auch jetzt wird alles eingereicht. Geht sofort vor Gericht. Also da fackelt nicht lange. Ja, wie gesagt, die hat bei mir gelebt und meine Ex wollte sie dann auf immer wieder haben. Und ja, ich wollte sie aber ihr nicht wiedergeben. Und ist ja auch logisch, verständlich, logischerweise, denke ich mal. Und er ging dann vor Gericht, hier bei mir. Und meine Ex hat damals in Erdmannshausen gewohnt und das wurde da, und dann hat der Richter hier gesagt, weil sie da wohnt, musste da verhandelt werden. Ich kann mich entscheiden, ob ich sie rausgebe bis dahin, die Kleine, oder nicht. Aber sehen muss sie in der Zeit, wo sie hier ist. Mal gesagt, sehen ist kein Problem, halt nichts dagegen. Rausgeben auf keinen Fall. Die bleibt hier. Weil die hat sich schön erholt, die hat Farbe gekriegt, hat gelacht. Die hat vorher, ich habe die abgeholt, die hat nicht einmal gelacht. So lachen kannte sie gar nicht. Gesprochen hat sie auch nicht. Und dann habe ich, also auf ihr Deutsch habe ich sie aufgepäppelt. Und ich habe dann mit dem Jugendamt geredet und habe gesagt, hier, pass auf, ich habe es hier vom Kinderarzt schriftlich, von Kindsvernachlässigung seitens der Mutter stark auszugehen und dass sie blass, unterernährt und dem Alter nicht entsprechend entwickelt war und dass sie, also da hat die Kinderärztin geschrieben und dass sie als Kinderärztin das nicht befürworten kann, dass die Kleine zur Mutter zurückgeht. Aber der Rest, was da drin stand, ist mir egal. Und ich wollte eigentlich nur ein Schreiben, weil mein Anwalt gesagt hat, kann ich auch erwähnen, warum ich so ein Schreiben eben habe. Weil mein Anwalt gesagt hat, das geht ja jetzt vor Gericht, hat er gesagt, besser ist, wenn du dir vom Arzt einen Schein holst, dass du die Pflichtuntersuchung, U-Untersuchung, Impfung und wenn sie krank ist, dass du die auch wahrnimmst, nicht, dass sie dann kommen, hier, pass auf, der kümmert sich nicht oder so. Dann haben wir gleich hier was, können wir sagen, hier, so und so sieht's aus. Sag ich, ist okay, mache ich. Bin zum Kinderarzt hin, habe gesagt, was ich brauche, ja, komm morgen wieder. Und dann habe ich den Schein geholt und dachte, ich krieg so einen Schein, so, ja, er kümmert sich, macht dies und jenes und fertig ist. So ein Dreizeiler irgendwas. So. Und dann stand so ein Hammer da drin. Und da war ich dann perplex, da war ich baff. Ja, und dann habe ich zum Jugendamt gesagt, ich möchte aber, dass jemand mit bei ist beim Sehen. Ich möchte nicht, dass er sie mitnimmt. Nein, das macht sie nicht. Und das Jugendamt hat auch dieses Schriftstück gehabt von Kindsvernachlässigung, stark auszugehen und unterernährt und alle drum und dran und auch mit den Füßen stand drin und so. Ja. Es hat das Jugendamt nicht interessiert. Nein, das macht sie nicht. Dann hat sie es gemacht und ich konnte nichts mehr machen. Ich habe alle versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ja, das ist halt jetzt so. Dann wird es da verhandelt. Ja, und ich hier und sie da. Und musstest du warten. An meine Ex war kein ranzukommen, kein Kontakt, kein gar nichts. Ich habe alles versucht. War nichts. Ging nichts.
Dann kam, also mein Anwalt hat dann weitergeschrieben, dann habe ich versucht, über das Jugendamt das zu klären, dass, also mein Anwalt habe ich gesagt, der soll sich mit dem Jugendamt in Verbindung setzen und sollte klären, dass die da nach den Rechten gucken oder wenigstens, dass ich Bescheid kriege über das Jugendamt irgendwie, wenn was mit der Kleen ist, wenn meine Ex schon keinen Kontakt zu mir will, dass ich wenigstens in der Zeit weiß, was mit der Kleen ist, dass das über das Jugendamt läuft. Dann kam das hat das Jugendamt uns geschrieben, dafür sind sie nicht zuständig. Mein Anwalt hat auch alles hingeschrieben und hat auch Papiere kopiert und auch von Kindsvernachlässigung und das alles. Das hat das Jugendamt nicht interessiert. Dafür sind sie nicht zuständig. Wenn ich das wissen will, soll ich da hinfahren. 8 Stunden Autofahrt. Dann kam überraschend ein Brief vom Gericht in Besigheim. Also das Gericht war da in Besigheim. Mein Anwalt und ich haben keine Einladung gekriegt oder irgendwas zum Verhör oder wegen Verhandeln oder irgendwas dergleichen, gar nichts. Wir wurden auch nicht gehört. Wir wurden auch nicht angeschrieben, gar nichts. Mein Anwalt hat Papiere hingeschickt, das weiß ich, weil wir wussten ja, welche Gericht dafür zuständig ist und so. Ja, aber wir wurden nicht gehört. Die haben meine Ex da eingeladen und da haben sie mit ihr geredet und dann war das okay. Und hat sie da ein bisschen rumgeheult und so. Das kann sie gut auf Knopfdruck heulen, hat sie hier bei uns bei ihr Richter auch gemacht. Aber der Richter hat wenigstens durchgesehen, dass das nicht ist. Aber der konnte halt nichts anderes machen, weil sie da wohnt. Egal. Ja, und der hat nur sie gehört und uns nicht. Und dann kam da so ein Schein. Und ich weiß es noch wie heute. Ich bin zum Briefkasten. Und vom Briefkasten, also das ist vor der Tür, musste ich dann ums Haus so ein bisschen rum und so ein paar Treppen hoch. Und ich wollte eigentlich einkaufen gehen. Und ich nehme den Brief raus und ich gehe dann so raus und gehe die Treppen hoch. Und da wird es dann so ein bisschen, da weiß ich nicht mehr allzu viel. Also ich weiß noch, dass ich diesen Brief gelesen habe. Und ich weiß noch, das war wie Knüppel in die Fresse. Also als wenn du läufst und gegen eine unsichtbare Wand rennst. Pff. Dann weiß ich noch, dass ich umgedreht bin und nach Hause gegangen bin. Dann weiß ich, dass ich auf, also alles andere weiß ich nicht mehr, was dann war. Ich weiß dann nur noch, dass ich auf der Couch gesessen habe und mir den Brief angeguckt habe und die Wand angeguckt habe. Brief angeguckt und Wand. Und das nächste Mal, wo ich dann so halbwegs dann klar geworden bin und das verarbeitet habe, weil ich war einfach, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe auch, glaube ich, meinen Anwalt noch angerufen, ich weiß es aber nicht mehr. War dann, also ich wollte das war 12 noch, war kurz vor 13 Uhr, bin ich los. Und das nächste Mal, wo ich auf die Uhr geguckt hatte, war 18:04, 18:05 oder so war das in dem Dreh. Alles, was dazwischen ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dann weiß ich noch, dann wollte ich raus Luft schnappen. Ich wollte einfach nur ums Haus laufen, eine Runde laufen, ins mit Zigaretten rauchen und irgendwie klar werden im Kopf und gucken, was wir jetzt machen und wie es weitergeht und was man noch machen kann und so. Und dann ging es nicht mehr. Also ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Ich konnte meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ich habe es geschafft, aus der Wohnung raus bis zum Briefkasten. Und dann mache ich die Haustür auf, das weiß ich noch, die sehe ich noch wie heute vor mir. Ich mache die Tür auf und irgendwie kam das alles vor wie eine Zeitlupe. Und dann kam so ein kleiner Windstoß in die Luft und ich gucke raus und ich weiß noch, dass ich dann gezittert habe am ganzen Körper. Ich habe die Tür zugemacht und bin hochgegangen. Das weiß ich noch. Und das war erstmal sehr erschreckend für mich selber. Und ich wusste auch gar nicht, was das so was gibt, was ich habe. Und ich hatte damals ja auch noch kein Internet, und um da zu gucken, ey, ich kann nicht mehr rausgehen, was ist los oder irgendwas dergleichen. Ja, und so kam es. Dann habe ich noch gekämpft und gemacht, alle meistens telefonisch. Mein bester Freund ist für mich einkaufen gegangen. Und ich habe dann, ja, an mir gearbeitet und wenn man sich das eingesteht, dass man da Hilfe braucht, dauert es dann auch eine Weile. Da sagt man auch nicht gleich, ja, ich gehe zum Arzt. Und dann war auch ein langer Weg und dann habe ich mir Hilfe gesucht und habe halt diese Therapie gemacht. Und seitdem kann ich wenigstens schon
hier im Ort ein bisschen was machen. Ja? Ich kann nicht alles machen, ich kann auch nicht lange manche Sachen machen, aber auch einkaufen, wenn ich jetzt mit Frau zum Beispiel in so ein Shoppingcenter gehe, mal geht's nicht. Also das kann ich nie sagen, ja, das ist, heute ist ein guter Tag, das geht. Ich weiß es noch wie heute, das war vor knapp 3 Jahren. Da war ich frisch zusammen mit meiner Frau und dann hatte ich einen Amtsarzttermin. Ich muss regelmäßig dahin. Na, regelmäßig. Ja. Und der war in Berlin. Sonst habe ich immer relativ hier in der Nähe irgendwas, wo ich dann mit meinem besten Freund hingefahren bin. Ist gefahren oder ich bin gefahren, er hat mich begleitet, weil alleine geht es ja nicht. Da hat sie eine 12-Stunden-Schicht gehabt und da kam sie nach den 12 Stunden hierher, hat Stunde, anderthalb Stunden pennen können, dann sind wir nach Berlin. Das hat auch 5, 6 Stunden da gedauert, der ganze Termin. Also die Untersuchung und Quatschen und Machen und Tun und dann wieder zurück und ist ja nicht gerade ums Eck und dann konntest du noch mal 1 Stunde oder 2 Stunden pennen und dann musst du schon wieder arbeiten. Das rechne ich meiner Frau hoch an. Also die ist toll, die Frau. Also echt. Das ist wie ein Sechser im Lotto, kann man so sagen. Die wusste auch von Anfang an Bescheid. Ich hab von Anfang an mit offenen Karten gespielt und habe meiner Frau auch von Anfang an alles erzählt. Sie ist Krankenschwester, sie weiß, dass es sowas gibt. Sie hat ja auch mal in der Psychiatrie gearbeitet für eine Weile, also als Krankenschwester. Sie hat mir auch nie einen Vorwurf draus gemacht oder mir das vorgehalten hier, weil du das hast, können wir das und das nicht machen oder irgendwas dergleichen. Nie. Nie. Das hat sie, ich habe sie auch von Anfang an gesagt und sie hat mich gleich von Anfang an so genommen. Und toll. Aber egal, jetzt so. Ja, also ich will auch nochmal eine Therapie machen, aber das ist hier bei uns platztechnisch und Platz bekommen. Ich stehe auf der Warteliste. Ich stehe schon ziemlich lange auf der Warteliste, aber irgendwie ist immer noch was Dringenderes oder einer, der schon da ist, verlängert und dadurch dauert das halt alles ein bisschen was länger. So. Ich habe auch das, wie gesagt, ich habe das okay von meiner Tochter. Ich habe mit ihr darüber geredet und habe gesagt, ich möchte ja ein Video machen und würde gerne anreisen. Ja, kannst du gerne machen, Papa, kannst du sagen. Mach es aber abends, wenn ich schlafe. Ich möchte es nicht mitkriegen, wenn du davon redest. Aber wie gesagt, das ist okay, Marik. Deswegen, seht ihr, es ist dunkel. Ich nehme das jetzt abends auf. Und ja, dann würde ich sagen, Mike, jetzt hier einen Schlussstrich. Ich werde jetzt hier nicht Däumchen ist ein Träumchen sagen und so. Das ist mein Standardspruch, wisst ihr ja, aber ich werde mich einfach ganz normal verabschieden jetzt. Ja. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen halt aufklären. Ich hoffe, ihr versteht mich dadurch ein bisschen besser. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ja, ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.